Liz Buffo haben wir gerade beim Training schon gesehen. Jetzt ist sie nochmal bei uns zum Studio. Wer will, kann es schaffen, haben wir gerade gehört. Aber ja. Kondition gehört natürlich auch dazu. Da muss man viel Zeit fürs Training aufbringen. Kein Problem für Sie? Nee, ist kein Problem. Also wir haben tolle Trainingsbedingungen. Wir haben einen wunderbaren Trainer, Jörg Böckel und Ben Schneider. Und wir haben da ganz tolle Voraussetzungen. Also das wird kein Problem sein. Wer will, kann. Lässt sich das denn, oder wie lässt sich das mit Ihrer Arbeit als Schauspielerin zum Beispiel bei den Anrainern dann verarbeiten, mit den Drehs? Ja, also dann steht man einfach früher auf oder macht während des Drehs halt, dann hat man ja ein bisschen Pause, dann kann man halt gewisse Übungen machen, die wir da bekommen haben. Das war auch immer mein Argument, ich habe nicht so viel Zeit und dann, das gibt keine Ausrede. Dann kann man Stabilitätsübungen machen während des Drehs und das ist alles möglich, man muss halt nur wollen. Was reizt Sie denn, außer wahrscheinlich dem Willen, ich will es einfach machen, was reizt Sie besonders an diesem Triathlon? Ja, weil es ist einfach nur ein Vorteil für mich. Also ich werde fitter, sehe besser aus und es ist einfach eine Herausforderung. Und wir machen das auch unter anderem für einen guten Zweck. Also es sind alles einfach nur Vorteile. Und bei allen drei Disziplinen an einem Tag zu machen, das auch zu schaffen, also das ist eigentlich nur großartig. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie wollen Spenden sammeln für einen guten Zweck, für das Deutsche Kinderhilfswerk. Wie machen Sie das dann? Das ist also nicht ganz geklärt. Also wir haben uns, jeder wird sich so Ziele setzen. Da können Sponsoren einfach mal was eingeben, zu sagen, wir kommen an, dann können Sie Geld spenden. Oder wir haben eine gewisse Zeit, die wir erreichen möchten, dann können Sie auch wieder spenden. Also das lotsen wir gerade noch so ein bisschen aus, ist noch nicht so ganz geklärt. Aber wir wissen, dass wir Kinder also Geld spenden werden halt. Super Initiative. Mhm. Wie lang sind genau die Strecken, die Sie laufen und schwimmen und Radfahren müssen? Wir machen ja den Jedermann-Triathlon, also die Smart-Distanz. Das ist dann 700 Meter Schwimmen, 24 Kilometer Radfahren und 7 Kilometer Laufen. So, und der Trainer, Jürgen Zeck, haben wir eben gehört, der hat mehrfach, achtfach, glaube ich, den Ironman gewonnen. Mhm. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Richtig. 42 Kilometer Laufen, also Marathondistanz, 3,8 Kilometer Schwimmen und 180 Kilometer Radfahren. Können Sie sich das irgendwie vorstellen, dass Sie sagen würden, auch wenn ich den Smart-Triathlon schaffe, dann mache ich den irgendwann auch noch? Also die Birgitta Weizsäcker, die uns alle dazu gebracht hat, meine Kollegin, die hat gesagt, ja, das ist zu machen. Wenn man erstmal den ersten geschafft hat, will man immer weiter. Und das ist ja, wie man eben gehört hat, so Glückshormone, die dann entstehen. Und darauf freuen wir uns alle. Ich bin gespannt. Ja, ich verspreche auch. Eins, wenn Sie den richtigen Triathlon, den Ironman laufen, dann kommen Sie wieder. Genau, viel Glück Dankeschön. Und vor allen Dingen auch fürs Spendensammeln. Ja, dafür ist Dankeschön. Es ja auch gedacht. Ja, Dankeschön, dass Sie da waren.